So, und da sind wir wieder. Heiner Schnitti. Ich hab's gesehen. Der Schiedsrichter heute ist Heiner Schnitti. Das wird ein denkwürdiges Spiel. Das letzte Spiel dieser Aufnahme. Weil ich wollte nur 10 Spiele aufnehmen und das ist das 10. 9 Spiele in dieser Aufnahme hintereinander verloren. Northampton, also ich weiß nicht, wie Northampton sich da noch aus der Abwehr, aus der Abstiegszone befreien will. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwie was werden sollte. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren, aber klar. Na klar, natürlich. Zum Kopfball hochsteigen wäre zu einfach, lieber Abwehrspieler. Ihr müsst das nicht tun. Ihr habt Narrenfreiheit. Mehr Narren als Freiheit, aber andere Geschichte. So, Loni geht durch. Ach, komm. Wahnsinn, es gibt Eckball. Ich raste. Loni, Flanke, Eckball. Hier, Sigali ist da, kommt nicht an den Ball. Kommt nicht mit dem Kopf an den Ball. Das war die Quintessenz davon. Ich habe gerade Unterdruck auf dem Ohr, weil ich irgendwie gleichzeitig in der Nase gekratzt, damit zugehalten und eingeatmet. Keine Ahnung, ist unangenehm. Wenn der Pass auf Loni durchkommt, wird es immer noch nicht 1-1 stehen. Ja, sonst sage ich immer, hey, da stehe ich keinen Scheiß und steht 1-1. Naja, da fällt ein Tor, kein Bullshit. Es würde kein Tor fallen. So, es wird verdächtig leise. Loni, verliert mal wieder den Ball. Zum 10. Mal in Folge ist Northampton hinten. Die Grätsche sitzt, am Anfang klärt mit einem Wahnsinnstempo zum Eckball. So, Unterdruck ist wieder weg, wunderbar. Weil ich es kann. Snedka greift einfach mal richtig zu. Weißt du, wenn deine Abwehr schon immer Scheiße baut, dann mach's einfach selber. Das sollte man mitnehmen von dem heutigen Spiel. Macht's einfach selber, wenn die Abwehr es nicht besser macht. Gretsch hat wieder nicht gesessen. Amakwa, Heath gegen Montero. Das war falsch, das war schlecht. Ein Wunder, dass es da keine Elfer gab und er vorbeigegrätscht ist. Morris. Ja, kriegt den Ball. Natürlich nicht. Nachtrag 1. Es muss doch nur ein Tackling oder ein überhaupt irgendwas sitzen. Danke, Hornby. Dass der Typ so schnell wegrennt, wie auch immer dieser Spacken da vorne heißt. Damit habe ich nicht gerechnet. Hat man, denke ich, auch am Pass gemerkt. Spiel doch einfach richtige Pässe. Nicht Loni, sondern Engine. Mach doch einfach richtige Pässe. Ich krieg's ohne richtig auf Verlust. Ist mir scheißegal. Und wenn ich 7 Leute von denen verletze und die deswegen das Spiel abbrechen müssen. Ist mir egal. Ohne zu zögern würde ich es tun. Wenn es denn gehen würde. Ohne Konsequenzen. Für mein eigenes Spiel. So, Carter, jetzt danke Loni. Ja, diesmal wollte ich grätschen, aber diesmal wurde der Spieler ausgewählt gelassen und er hat eine Flanke versucht zu schlagen. Obwohl er nie im Leben an den Ball kommt, aber er hauptsächlich Flanke versucht. So, Loni. Oh ja. Oh nein. Sigali, oh, das war ja nicht, das war überhaupt nicht. Ja, weiß ich jetzt, wo er eine Flanke schlagen soll, grätscht da. Toll, tolles Spiel. Willows und Loni. Nächster Einwurf für Lissabon. Es ist einerseits ziemlich verrückt zu erwarten, dass Northampton gegen Lissabon gewinnt. Andererseits ist es mir egal, was in Farben ist. Ich will einfach gewinnen. Komm, Loni, geh doch mal auf den Ball. Krieg doch einmal den Ball da. Ein einziges Mal nur. Nur einmal. Nein, na ja, nein! Nein! Es sitzen zwei Grätschen und dann schießt er trotzdem am Ende. Das ist das, was mich ankotzt an der Abwehr. Das ist das, was mich heute ankotzt. Es liegt zu 17% an schlechten Grätschen und zu 83% daran, dass das Spiel mich heute ficken will. Ohne Kondom, ohne Gleitcreme, einfach nur richtig durchnehmen. Anal vergewaltigen, so Mojo. Komm nicht an den Ball. Wäre auch zu viel des Guten gewesen.
Ich bin so froh, dass ich dieses Spiel bis ins neue Jahr nicht mehr aufnehmen muss. Ich bin so froh drum. Ich brauche erstmal Abstand von diesem Spiel jetzt. Ich habe so viele tolle andere Spiele zum Aufnehmen, aber nein. Nehm heute hauptsächlich mal FIFA auf, Luni. Könnt ihr ja mal machen, ist ja voll witzig und so. Wird voll spaßig. Und dann sagt FIFA so, ha, verarscht, Bitch. Na, spaßig, verarscht, Bitch, hast gemerkt. Luni, der Rhymer's back in the game. Hurensohn. Gut gefiffen, der Schiedsrichter, wunderbar. Sie haben das eiskalt gesehen. Sie sind so ein toller Schiedsrichter. Das war so ein toller Freistoß. Ich bin so stolz, jetzt dabei gewesen zu sein, zu dürfen. Zu deutsche Grammatik, Satzbau. Emerton. Und ja, er grätscht, Wahnsinn. Und dann grätscht er trotzdem scheiße. Aber immerhin hat er gegrätscht, wenn er es auch sollte. Hornby. Loni. Ach komm, das ist nicht wahr. Das ist das Loni-Gesetz. Ich werde in dieser Aufnahme, selbst wenn ich dann noch weitermache, ich werde in dieser Aufnahme niemals ein Tor schießen, wenn es impliziert, dass ich Punkte gewinne. Gewinnen könnte auch nur. Also ich werde erst ein Tor schießen, wenn es 0-2 steht, soll es praktisch heißen. So, Loni. Geht mal wieder. Das war nichts. Oh, kein Eckball. Knapp. Ja, das war nichts. Rui Patricio hat weg. Und Sigali gewinnt das Kopfballduell. Nur Loni steht einfach nur falsch. Da müssen wir nichts beschönigen, er steht falsch. Beziehungsweise stand falsch, Vergangenheit. So, ab nach vorne. Wer kommt nicht an den Ball richtig? T.L. Das Phantom der Wackness. Das ist irgendwie bezeichnend. Er hat eine richtig miserable Form. Und dadurch versagen alle aus seinem Team. So, Loni jetzt. Hornby. Hornby. So frei wird er nie wieder vor das Tor kommen. In seinem ganzen Leben nicht. Er setzt den Ball vorbei. Auch als Rechtsfuß. Das ist auch als Rechtsfuß nicht zu entschuldigen. Als Rechtsfuß von halb rechts auf Tor zu kommen, dann kann man den einfach trotzdem mal machen, wenn das Tor, wenn die Schussbahn frei ist. Und generell überhaupt kein Gegenspieler da ist. Ja, dann macht man einmal eine tolle Finte. Die Finte von ihm war wunderbar, ganz ehrlich. Die war toll. Da kommt sowas bei raus. Und anstatt, dass Stetka einfach mal zupackt, geht er so im schönen Ballettschritt mit gespreizten Beinen neben dem Ball her. Weil er einfach eine freundschaftliche Beziehung nicht kaputt machen will. Ja, er will's den Ball nicht zu hart besorgen. Loni, toll gegrätscht. Du solltest nicht nach links, nach vorne. Nein, ins Aus. Mach Eckball. Loni, richtig. Du bist kompetent und gut. Der Keeper kann was. Mal wieder. So, Miguel López. Kann der Ball gewonnen werden? Ich sage nein. Ich sage, Snetka hat den Ball. 30 Minuten, das sind nur zwei Tore. Es sind zwei mickrige Tore, das ist eigentlich so lächerlich. Northampton spielt ja gut. Sie haben genug Chancen, um zwei Tore zu machen. Was machen sie nicht? Zwei Tore, richtig. Da ist der Knackpunkt an der Geschichte. Deegan. Carter zeigt mal wieder, dass er ein kompletter Spast ist. Nicht Optiker, sondern Spastiker ist das Stichwort. Du brauchst keine Brille, sondern Hirn. Na komm. Meine Nase juckt. Ah, nein, es juckt. Kann ich kratzen. Fuck. Und Loni geht. Danke. Loni. Geht. Geht und kommt nicht zum Abschluss, weil er abgedrängt wird. Widdowson. Carter am Abseits. Jetzt wird Loni ausgewechselt. Hooper kommt rein. Gegen Sporting Lissabon. In der 70. Minute. Man ist 0-1 zurück. Was macht man? Man nimmt seinen fähigsten Stürmer raus. Nein, ich erkenne die Logik auch nicht dahinter. Aber egal, Hooper. Wenn der ein Tor schießt, es wäre mir egal, ich wäre dabei, Nichols. Oder wenn er ein Tor vorbereitet. Oder wenn er irgendwas tut, was zum Tor führen könnte.
Reicht mir das schon. Schön Flankenwechsel, Emerton. Handspiel von Emerton wahrscheinlich wieder. Abseits, okay. Pfeift es natürlich erst, wenn es zu spät ist. Voll in Ordnung, Spiel, voll in Ordnung. Emerton. Keiner kommt ran, Elias. Widdowson, hau den Ball weg, hau den Ball weg. Und er haut den Ball weg. Emerton wird geschickt und jetzt geht es mal über die Außen. Vielleicht etwas schneller. Hooper ist vorne. Kommt nicht ran, vielleicht Nichols im Nachsetzen. Kopfball, Hooper. Kommt wieder nicht ran. Nichols kommt ran. Und Deegan zeigt, dass er eiskalt nicht zum Ball gehen muss. Um den Ball zu gewinnen, muss er nicht zum Ball. Er verliert den Ball einfach. Ist eine tolle Umgehung von Arbeit. Mir würde ja ein Punkt reichen. Ich bin ganz ehrlich, mir würde ein Punkt vollkommen reichen gerade. Ich würde die Aufnahme beenden, ohne FIFA einen bösen Brief schreiben zu müssen. Das wäre doch toll. Weißt du, alle wären zufrieden mit der Situation. Naja, ich nur bedingt, aber das ist... Na, viel mehr kannst du jetzt auch nicht mehr rausholen. Aus der ganzen Aufnahme. Also, weißt du, einfach mal einen Punkt gewinnen. Ich will in der Aufnahme einfach nur mal einen Punkt holen. Egal in welcher Liga, welcher Gruppe und welcher Gruppenphase und was auch immer. Klar war es Freistoß. Es war nicht Ball gespielt. Nee. Wie soll man noch Ball spielen, bitte? Freistoß, Adrienne. Wunderschöner Mädchenname. Adrienne, sowas französisch-feminin ist. Toll. So, Segali hat ja die Zeit, einfach mal 5 Sekunden stehen zu bleiben. Den Ball nicht zu holen, ja? Den Ball nicht entgegenzugehen, weil das Witzige ist, der Ball kommt ja sowieso und die Gegenspieler kommen ja sowieso nicht. Das ist das Tolle am Fußball. Man muss nichts tun und kriegt den Ball trotzdem. Wenn man nicht gerade Northampton heißt. Oder wenn man gerade der Gegner von Northampton ist, eher. Das 1-0 geht unterm Strich wieder mal nicht in Ordnung. Aber das ist ja schon seit 10 Spielen so, dass das Endergebnis nicht in Ordnung geht. Wilson Eduardo. Geklärt. Na komm, nach vorne. Nichols. Geh doch nicht zum Ball. Du Fies. Ich hasse dich. Ich hasse dich. So, Emerton. Na komm. Na komm. Sei unser Goldjunge und schlag eine Flanke, die ins unendliche Glück führt. Oder mach gar nichts. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Mann. Ficken! Nein, nein, FIFA. Den Erfolg gönne ich dir nicht. Diesen Erfolg gönne ich dir nicht, FIFA.